Der AKX verfolgen wir einen komplett anderen Ansatz. Das ist ein sogenannter Nurflügler. Der unterscheidet sich dadurch zu einem normalen Segelflugzeug, dass wir eben das Leitwerk und die langgezogene Rumpfröhre komplett eliminieren. Bei der AKX fällt das Ganze weg und wir integrieren das in den Flügel mit rein. Dafür hat er eine sogenannte starke Rückpfeilung, um die notwendige Stabilität trotzdem bringen zu können. Und dadurch, dass wir eben diese Komponenten, die zwar elementar sind, um das Flugzeug steuern zu können, aber andererseits auch sehr viel Widerstand erzeugen, eben mit in den Flügel integrieren, erhoffen wir uns eine große Leistungssteigerung für das fertige Flugzeug. Das Schöne ist eben bei unseren Projekten, dass wir risikofrei forschen können, anders als die Industrie, die eben immer schauen muss, dass sich ihre Produkte verkaufen. Können wir einfach mal drauf losforschen, ohne das finanzielle Risiko am Ende zu haben. Gleichzeitig sind aber trotzdem die Sachen, an denen wir forschen, auch durchaus für die kommerzielle Luftfahrt interessant. Ja, also mit den ersten Vorüberlegungen haben wir 2010 angefangen. Nach den Berechnungen folgten dann ziemlich schnell die ersten Modelle, von Balsa-Modellen über 4 Meter faserverstärkte Kunststoffmodelle, dann hin bis zu 7 Meter Modellen, mit denen wir eben die Flugmechanik getestet haben, die Berechnungen überprüft haben, ob das Flugzeug so fliegt, wie es soll. Mit dem 7,5 Meter Modell haben wir dann auch Strukturversuche durchgeführt, um eben den strukturellen Aspekt eines Nurflügels zu überprüfen oder unseres Entwurfs zu überprüfen, was enorm wichtig ist oder was eine enorm wichtige Vorarbeit war für den manntragenden Prototyp. Als das dann alles funktionierte, haben wir Ende 2015 begonnen, den großen Prototyp, also mit 15 Meter Spannweite, zu konstruieren und auszulegen, die Profile zu entwerfen und dann auch die Formwerkzeuge und andere Hilfsmittel herzustellen. 2016 war dann der Bruchversuch von dem Prototypflügel schon, das heißt, wir hatten schon einen Flügel gebaut, nur um ihn durchzubrechen. Nachdem der Bruchversuch erfolgreich durchgeführt war, haben wir dann begonnen, die fliegenden Teile zu bauen, also die Teile, die später wirklich in die Luft gehen sollen. 2018 ist dann der linke Flügel fertig geworden und der Rumpf, also zumindest strukturell. Auf unserem 90-jährigen Jubiläum haben dann die Teile zum ersten Mal zueinander gefunden und man konnte den Prototyp so sehen, wie er später mal vielleicht auf dem Flugplatz steht, in voller Größe. Das war dann schon ziemlich toll, das zu erleben, was man so in seinem Studium geschafft hat. Ja, im Video von unserer 90-Jahr-Feier sieht man im Hintergrund ja auch schon das Mockup-Winglet der AKX. Winglets sind die hochgebogenen Flügelenden bei manchen Flugzeugen, die vor allem den Widerstand reduzieren. Bei der AKX erfüllen die aber noch eine zusätzliche Aufgabe, nämlich die Stabilität in die Hochachse. Wir ersetzen dann quasi das Seitenleitwerk, was bei konventionellen Flugzeugen hinten am Schwanz wäre. Und dadurch sind die Winglets bei der AKX auch entsprechend groß und dadurch sind auch die Lasten sehr hoch. Deswegen führen wir da noch einen Bruchversuch durch. Was man dann hier sieht, ist das Bruchwinglet. Das wird in den nächsten Wochen wahrscheinlich einen Versuch durchlaufen, wo es zerstört wird, um die Strukturrechnung zu validieren. Und sobald das abgeschlossen ist, können wir dann mit dem Bau der fliegenden Winglets fortfahren. Und hinter mir sieht man eben auch schon die Form dafür, wo die Schalen bereits drin liegen. Und dann dementsprechend bald weiter gebaut werden. Grundsätzlich arbeiten wir wie in allen Segelflugzeugen mit einer mechanischen Steuerung. Nur dass wir, da wir die Leitwerke hinten weggespart haben, die wegfallenden Ruderflächen in die Tragflügel integrieren müssen und dort pro Tragflügel mehrere Ruderflächen gleichzeitig über ein Steuerknüppelsignal ansteuern müssen. Die Ruderflächen selber natürlich aber unterschiedliche Ausschläge gewährleisten müssen und dies muss durch eine Auftrennung der mechanischen Signale geschehen. Aktuell arbeiten wir noch am CAD-Modell und überprüfen dieses parallel an 3D gedruckten Mockups, die wir bereits in den Rumpf einbauen, um zu gucken, ob alle Teile so funktionieren, wie wir uns das gedacht haben, bevor wir diese in die finale Fertigung geben werden. Ja, ihr fragt euch vielleicht gerade, warum ich hier in so einer bisschen seltsamen Situation bin, aber die AKX hat derzeit keine Fahrwerke, das heißt, wir können die derzeit da nicht drauf hinstellen. Aber die Fahrwerke sind von der Konstruktion her einigermaßen abgeschlossen. Was bei der AKX daran besonders ist, ist, dass wir sehr, sehr wenig Platz haben
und auch sehr wenig Gewicht nutzen dürfen, da vor allem im vorderen Fahrwerk, das sehr weit vor der vorderen Schwerpunktlage ist. Ja, wir haben die dann in 3D-Druck eingebaut entsprechend und validiert und sind derzeit dabei, die aus Metall zu fertigen, dass man dann auch normal dran sitzen kann im Flieger. Ja, also wie ihr seht, haben wir immer noch genug zu tun. Die Winglets und der linke Flügel müssen fertig gebaut werden. Und der Rumpf muss noch unter anderem mit Steuerung und den Fahrwerken versehen werden. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele andere kleine Baustellen. Aber wenn das dann alles abgeschlossen ist, dann kommen wir zur Zulassung und zur Flugerprobung. Das Ganze muss dann nämlich nochmal von externen Prüfern gegengecheckt werden. Da ist das Luftfahrtbundesamt involviert. Und mit dem Erstflug läuten wir dann die Phase der Flugerprobung ein. Gleichzeitig werden wir uns dann jetzt aber auch in der kommenden Zeit schon damit beschäftigen, was denn als nachfolgendes Projekt folgen könnte auf die AKX, damit sich eben wieder dieser Kreislauf schließt vom Forschen, Bauen und Fliegen.